Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Spielerkette bei Greuther Fürth mit unserem Wahnsinnsspieler Michael Mike. Wir haben uns unglaublich gut verbessert, sind auf dem Weg zu einer 73er Bewertung und Leute, ich habe ein paar Nachrichten, die hoffentlich richtig geil sind. Zum einen, wir sind immer noch Platz 1, das finde ich richtig geil, vor allem vor Nürnberg. Problem dabei natürlich, wir haben schon die letzten paar Spiele gemerkt, so langsam lässt es nach, so langsam können wir nicht mehr ganz so mithalten und unsere Fitness lässt nach, unsere Ausdauer, weil wir haben bisher die ersten 8 Spieltage Full Power Fußball gespielt und sind auch immer noch ungeschlagen und ja, das ist einfach wahnsinnig schwierig, das jetzt über eine Konstanz zu halten. Wir spielen gegen Heidenheim und das ist eine Mannschaft, die einen immer schlagen kann, das wird ganz, ganz schwer, aber die beste Nachricht, glaube ich zumindest, ist die hier. Sebastian Ernst hat sich verletzt und wird 2 Monate ausfallen. Dass er sich verletzt hat, ist natürlich jetzt nicht so cool, das muss man natürlich so sagen. Aber ich wollte ja immer ZOM spielen, weil ich ja ein ZOM-Spieler bin. Der Trainer hat mich aber immer als ZDM eingesetzt. Und Sebastian Ernst ist ein ZOM. Das heißt, wenn ich jetzt für Sebastian Ernst spiele, könnte es sein, dass ich jetzt ZOM bin. Und wenn ich da jetzt auf die Ding gucke und der Sapai mit hat und Seguin, dann könnte das sogar so passieren. Er enttäuscht mich auf voller Linie. Oh Mann, ey. Kann mir das jemand erklären? Ich war so voller Hoffnung. Ich bin ZOM. Hans Nuno Sapai ist ZDM. Und der spielt ZOM und ich spiele ZDM. Genau verkehrt herum. Er hat eine minus 8, ich habe eine minus 9. Why the fuck, Trainer? Ohne Spaß. Und 1:0 Heidenheim. Ja, ich bin ja kein Kopfballriese mit 1,76. Verliere da das Kopfballduell, habe ich schon mal gemacht. Im heutigen Spiel nicht, aber gab es schon mal in der Karriere. Und damit steht es 1:0 für Heidenheim. Ja, da war ich mal schön dazwischen. Nice. Boah, Alter. Herr Burchert, machen Sie das mal ein bisschen sicherer beim nächsten Mal. Jo, Halbzeit. 1:0 hinten. Da machst du nix. Ja, das sind die jetzt auf jeden Fall in der Überzahl. Gut, dass Sascha Burchert da... Alter, das war knapp. Dass er da mitgedacht hat. Jetzt vielleicht mal ein Angriff von uns. Come on. Es ist lange nichts passiert. Machen wir mal wieder auf die rechte Seite. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und da ist Harvard Nielsen. Und jetzt der schöne Pass auf Julian Green. Boah. Neue Position Stürmer. Na Gott sei Dank. So, ist die letzte Chance vom Spiel. Die gehört nochmal Heidenheim. Und das heißt, wir haben 1:0 verloren. Als Stürmer nicht wirklich viele Aktionen gehabt. Wenn dann mal so ein Pass, den ich nicht weiterleiten konnte oder so, weil es nicht ganz funktioniert hat. Schwieriges Spiel, sehr langweiliges Spiel auch, muss man sagen. Also nicht wirklich viel passiert. Und dementsprechend geht das Ganze hier 1:0 für Heidenheim aus. Das ist unsere erste Niederlage, lol. Ich habe gerade so, ja, geht halt 1:0 aus. Das ist unsere erste Niederlage, fuck ey. Damit überholen uns Rivale Nürnberg. Und naja, wir sind immer noch auf Platz 2. Also das sieht immer noch recht gut aus. Jetzt spielen wir gegen den KSC. Naja, wir haben ein bisschen Pause gehabt, ich glaube 1,5 Wochen. Vielleicht ist ja was möglich. Aber dass ich ZDM spiele, das regt mich immer noch auf. Also es nervt wirklich krass. Ich überlege langsam schon, ob ich wechsle oder so, weil ich habe eine 72er Bewertung. Damit bin ich einer der Besten bei Fürth. Ich bin richtig, richtig gut quasi. Ich verbessere mich auch sehr, sehr schnell und gut. Und ich bekomme hier bei Fürth einfach nicht die Einsätze, die ich will. Also ich bekomme viele Einsätze, das finde ich schön. Dadurch kann ich mich natürlich auch sehr gut verbessern. Es läuft mit Fürth ja auch nicht schlecht. Wir sind ja gut unterwegs und so. Aber, naja, also ich will halt ZOM spielen und nicht ZDM. Also das ist...
Ich kann halt nicht die gewünschten Tore und Scorerpunkte und so erreichen, da ich halt nur im Rückraum arbeite, so wie jetzt hier. Das ist halt nicht das, was ich will. Schön. Ich soll das eigentlich nicht machen, aber ich gehe einfach mal mit vor. Schade, dass da Nielsen in der Mitte nicht so schnell war, wie ich mir das oft habe. Ich kriege auf jeden Fall ein bisschen Schusskraft plus 1. Neuer Jubel sogar. Ey, wow. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Also, was macht ihr denn? Ich meine, ich mache auch nicht immer alles richtig, aber dass er den Zweikampf verliert und dass er dann auch noch reingeht ins kurze Eck. Bah. Eieiei, da ist er wieder durch. Sascha Burchert diesmal zur Stelle. Oh Mann, die letzte Chance vor der Halbzeit gehört dem KSC. Probiert es wieder in die kurze Ecke. Diesmal ist Sascha Burchert da. Wundert mich ja fast schon ein bisschen. Jetzt gibt es einen Eckball. Sehr schön. Naja, also ich würde sagen, dass es schon dem Trainer seine Schuld ist. Ich will mich nicht selbst loben, aber wie gesagt, mit der 72 bin ich einer der Besten bei Fürth. Haben guten Antritt, gute Geschwindigkeit. Ich könnte da vorne schon ein bisschen mehr Druck machen als Sapai. Also wenn ich mir so die Angriffe von Fürth angucke, ich schneide das ja wahrscheinlich nicht immer rein, wenn überhaupt. Das ist total langweilig, da passiert nichts. Ein paar Pässe hin und her und dann haben sie den Ball plötzlich verloren. Und ja, das ist einfach zu schwach. Und klar, ich habe vorhin auch eine Chance vergeben. Aber ja, wenn man so ein paar Chancen davon hat, dann irgendwann rutscht er einfach mal rein. Also das ist schon ein bisschen nervig alles. Und hier hinten habe ich halt nicht meine Stärken. Hier quäle ich mich rum, mache vielleicht sogar Fehler in der Verteidigung. Das ist nicht geil. Alter. Also da müssen wir echt aufpassen. Das geht richtig schief sonst. Ich warte jetzt nur drauf, dass ich die Position Stürmer wieder bekomme, weil das wird wahrscheinlich wieder passieren. Problem dabei ist natürlich dann immer ein bisschen, dass ich schon Fitness verloren habe. Viel Fitness. Ausdauer. Und naja, im Endeffekt als Stürmer dann auch nicht die perfekte Position habe. So, jetzt habe ich die neue Position Stürmer, die für die letzten 3 Minuten. Naja, wie gesagt, ein relativ schwaches Spiel mal wieder. Also 2 jetzt schon hintereinander, die so schwach waren. Das wird wahrscheinlich wieder eine Niederlage und das gegen Platz 16. Das ist halt hart. 2x 1-0 verloren, mal gucken, was im dritten Spiel geht, aber die heutige Folge bisher, naja, okay. VfL Osnabrück ist auf Platz 1, plötzlich jetzt, wir sind auf Platz 3 gerutscht. Osnabrück, sind die so gut? Ist ja eigentlich ein Aufsteiger gewesen und St. Pauli so weit unten. Uiuiui. Ah, ein bisschen crazy. Und wir spielen auf jeden Fall jetzt gegen Osnabrück. Das ist sehr interessant. Also dafür, dass wir jetzt schon 2 Spiele verloren haben in der heutigen Folge. Danke übrigens nochmal dafür, Trainer. Ja, ich habe jetzt mittlerweile eine 73. Verliere minus 10. Naja, und mit einer 73 bin ich aktuell der Beste dieser Startelf. Burchert mit einer 72 bisher auch immer. Rota, der ja eigentlich in echt der gefühlt beste Fürther ist. Auch Kapitän ja mittlerweile geworden ist und so, nur mit einer 70. Leute, ich bekomme jetzt plus 1 plötzlich, plus 1 Tempo, plus 1 Stärke. Absolut random gerade, aber finde ich auf jeden Fall nice. Ja, also, dass ich mit einer 73 halt nicht meine gewünschte Position bekomme, obwohl es eigentlich logisch tauschbar wäre, nervt mich ein bisschen. Ich hoffe, dass dieses Spiel jetzt ein bisschen actionreicher ist, dass ich da ein bisschen mehr Highlights zumindest reinschneiden kann. Weil das, also bisher passiert ja nichts. Die Folge ist ja gefühlt eine Minute lang. Also das ist ja echt ganz, ganz kurios. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich vielleicht wechseln soll. Falls ja, vielleicht schon mal einen Verein oder so vorschlagen. Naja, und prinzipiell natürlich auch einen Verein am besten, der sogar ein ZOM braucht. Oder wo ich dann hoffentlich die Position bekommen würde. Und auch ein bisschen Aufstieg zu Fürth quasi, jetzt nicht irgendwie dann plötzlich zu Drittligist oder so, das wäre natürlich ein bisschen kacke.
Naja, aber müssen wir mal gucken. Also es ist auf jeden Fall alles ein bisschen komisch. Ich probiere jetzt dieses Spiel ein bisschen mehr mit vorzugehen. Wird meine Fitness zwar noch mehr killen, aber vielleicht haben wir dann wenigstens ein paar Highlights und Chancen, hier Platz 1 zu schlagen. Ja, das sieht richtig gut aus. Da ist Branimir Gotha. Und da ist das 1:0. Endlich mal wieder für uns. Oh. Endlich mal ein Grinsen im Gesicht. Die ganze Folge war ja ein bisschen nervig bisher. Weil nichts ging. Schöner Pass auf für Gotha. Schönes Tor. Sein zweites Tor in der Bundesliga. Und endlich war wieder die Führung. Jawohl. Halbzeit, 1:0. Mal wieder zur Halbzeit zur Führung. Platz 1 gegen 3 ist ja natürlich ein hartes Duell. Nürnberg gegen Hamburg 1:1. Also, ich habe gerade so ein bisschen Hoffnung, dass wir das hier gewinnen könnten. Das wäre natürlich sexuell anziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, das war knapp. Oje, oje, 1:1. Gerade wollte ich sagen, so wirklich spannender ist die Partie jetzt nicht. Wir haben nur ein Tor gemacht. Ich schau mal, was Tolles ist. Aber, naja. Direkt dann kriegen wir das 1:1. Sascha Burchert kann da nichts mehr machen. Ausnahmsweise mal nicht seine Schuld. Komm schon. Oh. Und jetzt meine Chance, das Ganze hier wieder in unsere Richtung zu drehen. Genau deswegen bin ich ZOM. Sehr schön. Wie gesagt, dieses Spiel muss ich mal wieder ein bisschen weiter mit vor. Und da sehen wir, warum. Ich glaube, das ist mein zweites Tor jetzt in der Liga. Boah, mein drittes schon. Oha, Alter, was ist denn jetzt los? Ah, ist auf jeden Fall krass. Drittes Tor in der Liga feiere ich auf jeden Fall. 81. Spielminute. Und damit gehen wir mit 2:1 in Führung. Das heißt, verlieren tun wir das Spiel auf jeden Fall nicht. Entweder wir gewinnen oder es ist ein Unentschieden. Mal gucken. Und jetzt nochmal ein schneller Vorstoß. Fitness lässt extrem nach, das sieht man. Ich habe auch wirklich schlechte Anspielstationen. Und jetzt, oh, ich habe es nochmal probiert, ich wollte es unbedingt nochmal probieren, die Zeit war eh schon um. Wir haben 2:1 gewonnen und das hätte fast noch mein zweites Tor sein können. War auf jeden Fall knapp, war nicht schlecht. Ich brauche diese ZOM-Position, Leute. Also wie gesagt, gerne reinschreiben, ob ich einen Wechsel brauche, ob ich einen Wechsel machen soll, wie ich an meine komische ZOM-Position komme. Bitte schreibt es mir einfach in die Kommentare, weil ich die brauche, man sieht es. Ja, und damit auch das einzig Negative, was ich vom Trainer Feedback bekomme, dass ich meine Position nicht eingehalten habe, ja. Du warst nie da, wo du sein musst, als hättest du überhaupt keine Ahnung von deiner Rolle, daran musst du arbeiten. Ja, ich glaube, du hast keine Ahnung von meiner Rolle, denn ich bin ZOM und nicht ZDM, ja. Also, wir haben 3 Punkte gut gemacht und das sogar an Platz 1. Oh, nächste Folge spielen wir Pokal gegen Sandhausen. Also 3 Tore, 4 Vorlagen. Immer, weil ich mich halt ein bisschen vorne mit einmische. Ansonsten wäre das auf jeden Fall nicht so gewesen. Auf die Tabelle blicken wir dann nächste Folge. Aber wir müssten wieder Platz 1 oder 2 sein. Also Nürnberg hat keinen Sieg geholt. Und Osnabrück haben wir selber besiegt. Und das sind die beiden Mannschaften, die über uns waren. Also theoretisch ist es definitiv möglich. Nächste Folge Pokal gegen Sandhausen. Und wie gesagt, unbedingt ein Like natürlich da lassen, abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ganz, ganz wichtig, in die Kommentare schreiben, was mit dieser Kerle passieren soll. Sollen wir wechseln? Sollen wir irgendwie den Trainer boxen? Oder was auch immer. Ich will ZOM spielen. Ich habe eine 73er Bewertung schon. Wenn ich mich jetzt, nächste Folge werde ich wahrscheinlich nochmal ein kleines Training machen, dass ich ein paar andere Sachen noch trainiere. Aktuell trainiere ich ja
ich weiß gar nicht, so ein bisschen gemischt. Ich möchte aber ein bisschen präziser auf Pässe und Verteidigung nochmal drauf eingehen. Und wenn ich mich da nochmal verbessere, dann habe ich eine 74 und eine 75 und ich bin zu gut für die Mannschaft eigentlich. Und dann gibt er mir nicht mal die richtige Position. Das nervt mich schon. Also, schreibt unbedingt rein. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.